Esteban. Kennen wir auch vom Brettspielen und der schreibt einfach nur alles Gute zum Geburtstag. Okay. Febrina Petrova. Was ist das denn für ein Name? Wann ist dein nächstes Konzert? Hallo Febrina. Ich hatte im Juni eins, aber ich glaube, du hast es verpasst. Ich weiß, das tut mir leid. Ich habe keinen Babysitter gefunden und die Zwillinge sind noch zu klein, um allein zu bleiben. Warum bittest du nicht einfach Gerhard, auf die Kinder aufzupassen? Das hätte ich ja gerne. Aber er war an dem Abend nicht in Melren. Dann hättest du die Kleinen einfach mitbringen sollen. Ich hätte sie voll gerne wiedergesehen. Lol, du machst dir keinen Begriff. Die beiden sind zwei richtige kleine Plagegeister. Aber du darfst sie gerne jederzeit besuchen kommen. Das mache ich. Und vielleicht gebe ich auch ein Privatkonzert, nur für euch vier. Das wäre fantastisch. Wir laden dich auf jeden Fall zum Abendessen ein. Ich hoffe, du kommst, bevor du so berühmt bist, dass wir für ein Konzert tief in die Tasche greifen müssen. Ha, das fasse ich jetzt einfach mal als Kompliment auf. Aber im Ernst, sag mir Bescheid, wenn du das nächste Mal spielst. Mach ich. Danke, viele Grüße an deine Eltern. Heute hast du Geburtstag, stimmt's? Ich wünsche dir alles Gute zum 18. Feier schön. Okay, Febrina Petrova hat scheinbar Zwillinge und irgendein Gerhard. Ist Gerhard der Vater der Zwillinge? Ich bin gerade wirklich am Überlegen. Soll ich mir Notizen machen? Ich weiß es nicht. So, Thomas. Hey, wo steckst du? Kommst du heute? Hey, Tom. Ich weiß noch nicht. Amüsiert euch auf alle Fälle gut. Mein Telefon sagt, du hast heute Geburtstag. Happy Birthday und bis bald. Na gut. Thomas ist auch nicht sehr gesprächig. David. Am Samstag kommt mein Cousin Theo und wir wollen zusammen das Rennen schauen. Du bist auch eingeladen. Es gibt Pizza. Kann nicht. Hab Hausarrest. Das ganze Wochenende. No! Ich kann dir ein paar Spiele ausleihen, wenn du willst. Sag Bescheid. Happy Birthday. Ich kann es nicht fassen, dass ich deine Party verpasse. Lass es krachen. Okay, David mit hübscher Herzchenbrille hat wieso auch immer irgendwann Hausarrest bekommen. Weiß ich nicht, ob uns diese Information hilft. Noah kennen wir aus der Schule. Die Veranstaltung über Studiengänge war ziemlich cool, oder? Ja, da blickt man mehr durch, wenn es an die große Entscheidung geht. Ich habe mich jetzt schon entschieden. Ich will was mit Videospielen studieren. Cool, was? Und du? Klingt gut. Und überrascht mich nicht. Du redest ja kaum über was anderes. Freunde von mir kennen sich da aus und haben voll die coolen Sachen gemacht. Ich bin total neidisch. Was denn für Sachen? Ich kenne die Leute von Atelier 801 Transformice, ist von denen. Alter, das ist übel cool. Und du? Dich hat die Veranstaltung nicht so überzeugt, oder? Ich weiß nicht, ich kann mich nicht entscheiden. Aber du bist Musiker, du könntest doch Musik für Videospiele komponieren. Vielleicht. Lol, du klingst wieder nicht überzeugt. Aber Videospiele sind cool, glaub mir, denk darüber nach. Mache ich, versprochen. Alles Gute zum Jubeltag. Alles Gute zu deinem Jubeltag, Herr Ernst des Lebens. Okay, Noah interessiert sich für Videospiele. Genauso wie Miriam. Frau Dupont. Wir fahren nächstes Wochenende weg. Könnten Sie sich wieder um Ringo kümmern und ihn füttern? Er liebt sie heiß und innig. Frau Dupont, das mache ich gerne. Ich liebe Ringo ebenfalls heiß und innig. Das Futter ist links im Regal und ein kleines Geschenk für Sie liegt dabei. Verraten Sie Ihrer Mutter aber nichts davon. Vielen Dank, das wäre wirklich nicht nötig gewesen, aber ich freue mich. Einen guten Rutsch. Wir alle drei wünschen Ihnen alles erdenklich Gute und einen tollen Start ins neue Jahr. Vielen Dank, ein frohes neues Jahr auch für Sie. Alles Liebe zum Geburtstag, junger Mann. Okay, Frau Dupont hat irgendein Haustier, auf das wir aufpassen. Mama! Mama, das muss doch jetzt aufschlussreich sein. Ein Gespräch zwischen Mama und uns. Und Sam. Wir sind nicht Sam. Wir haben nur Sams Handy. Ich habe dir einen Schokoladenkuchen für deinen Leseklub gebacken, Mama. Danke, Mama. Du bist die Beste. Ich habe dir einen Apfelkuchen für deinen Leseklub gebacken. Okay, Mama backt gerne. Ich habe die beste Mama der Welt. Ich habe dir einen Zitronenkuchen für deinen Leseklub gebacken. Ja, Mama backt wirklich gerne. Du bist der Hammer. Alle lieben deinen Kuchen.
Ich habe dir ein Bananenbrot für dein Brettspiele-Treff gebacken, Mama. Oh, lecker. Ich habe dir eine Erdbeertorte für deinen Leseklub gebacken, Mama. Meine Freunde werden noch dick und fett wegen dir, aber trotzdem danke. Du, am 19. wollen wir vom Leseklub aus auf eine Buchmesse fahren. Es ist eine ziemlich lange Zugfahrt. Da dachte ich, bevor wir die ekligen, überteuerten Sandwiches aus dem Bordbistro essen, könntest du uns doch vielleicht etwas machen. Ich hab dich lieb, Mama. Ich hab dich lieb, Mama. Selbstverständlich mache ich euch etwas zum Lunch. Ich richte euch Tupperboxen her. Ich freue mich einfach, dass du neue Freunde findest. Danke, Mama. Fährt Melissa auf. Jetzt geht's um Melissa. Fährt Melissa mit euch mit? Nee, sie steht da nicht so drauf. Oh, wie schade. Sie ist wirklich das perfekte Mädchen für dich. Mit ihr wirst du sehr glücklich werden, da bin ich mir sicher. Mama. Oh, ich finde das irgendwie komisch. Das hat ja auch der Papa schon geschrieben, dass sie das perfekte Mädchen wäre. Ich finde sowas immer scheiße, wenn Eltern den Partner oder die Partnerin des Kindes so in den Himmel loben und sagen, oh ja, perfekt und perfekt. Und dann trennen die sich. Und dann heißt es so, oh, wieso habt ihr euch denn getrennt? Die war doch so perfekt. Ja. Das ist dann irgendwie immer so awkward, oder? Ich weiß auch nicht. Naja, weiter geht's. Ich packe euch also Lunch für deinen Leseklub für morgen. Und dann backe ich noch einen Kuchen für deinen Brettspieltreff am Sonntag, ja? Was möchtest du denn für einen Kuchen, Mama? Kein Kuchen für Sonntag. Ich glaube, ich gehe nicht mehr zum Spieletreff. Oh, dabei bist du doch immer gerne hingegangen, oder? Das hat ziemlich abgenommen. Außerdem würdigen sie deinen Kuchen nicht gebührend. Mama, ich habe den letzten Zug verpasst. Aber mach dir keine Sorgen. Ich bleibe noch einen Tag länger auf der Buchmesse. Ich kann bei einem Freund übernachten. Okay, solange du rechtzeitig zu Papas Geburtstag wieder da bist. Vergiss nicht, deinem Vater zu gratulieren. Onkel Hugo hat uns alle eingeladen, Neujahr bei ihm feiern, Mama. Oh Mist, ich wollte Neujahr eigentlich mit Melissa feiern. Oh, doch mit Melissa? Onkel Hugo würde deine Freundin bestimmt gerne kennenlernen. Du musst sie nur einladen. Sie kommt an einem Tag erst aus dem Urlaub zurück und ist dann bestimmt müde. Ich glaube, das wäre keine gute Idee. Wie du magst, aber dein Vater und ich gehen auf jeden Fall hin. Meld dich bei Onkel Hugo, wenn du es dir anders überlegst, ja? Okay. Soll ich jetzt für deinen Leseklub backen? Oder haben deine Freunde genug von Kuchen? Mama. Ich liebe deinen Kuchen, aber im Januar machen wir Pause. Aber du nimmst nicht heimlich Melissas Kuchen mit in den Leseklub, oder? Sie kann toll backen, aber nicht so gut wie ich. Nein, ich bringe keinen Kuchen von Melissa mit. Alles Gute zum Geburtstag, mein geliebter Sohn, Mama. Okay. Was haben wir gelernt? Mama backt total gerne. Und Melissa ist die perfekte Freundin. Und backt selber auch. Okay. Bibi. Bibi kennen wir aus der Schule. Welche Gruppe hast du für das Projekt in der Schule? Ich bin mit Imad, Sujin und Nina. Du? Klingt gut. Ich bin mit Holi, Simon und Dario. Wisst ihr schon, was ihr macht? Wir wissen es noch nicht so genau, aber irgendwas mit Ökologie und Umwelt. Wir auch. Aussterben von Tierarten. Klingt gut. Ich wollte erst was über das Verschwinden von Bienen machen. Aber dann hatte Simon eine super Idee, wie Massentierhaltung zur globalen Erwärmung beiträgt. Das ist eine Riesensache, über die kaum einer spricht. Echt? Ich verstehe den Zusammenhang nicht so ganz. Also, erstmal braucht man Unmengen an Wasser und Energie, um Fleisch und Milchprodukte herzustellen. Außerdem produzieren die Tiere eine Menge Treibhausgase und der Mais, mit dem sie gefüttert werden, verschlingt zusätzlich Wasser. Es werden haufenweise Chemikalien auf den Feldern eingesetzt und weil die Felder so viel Platz brauchen, werden dafür ganze Wälder gerodet. Oh wow, das wusste ich nicht. Ich habe direkt angefangen, weniger Fleisch und Fisch zu essen. Super, ich glaube, euer Projekt wird richtig gut. Du hast Glück, dass du mit Simon in einer Gruppe bist. Danke, euch auch viel Glück. Alles Gute zum Geburtstag. Okay, das war Bibi. Kommen wir zu Theo.
Meine Mutter sagt, wir kommen am Samstag zu euch. Schauen wir das Rennen? Sie sagt, wir können Pizza bestellen. Welches Rennen? Willst du mich verarschen? Die Weltmeisterschaft. Ah, okay. Ich bin nicht so der große Fan. Schon mal Nachrichten angemacht? Du spielst zu viel Harfe und hängst mit Mädels ab. Komm schon, rührende Motoren und ölverschmierte Gesichter, das wird geil. Du guckst dir die Motorräder an und ich esse die Pizza. Wie willst du Pizza essen, wenn du die Finger nicht von deiner Harfe losbekommst? Bis dann. Huhu. Du, ich wollte dich nach deinem Bruder fragen. Erik? Keine Ahnung, ich erinnere mich an nix. Er ist weg, als ich klein war. Meine Eltern reden nie über ihn. Er hat sie im Stich gelassen. Ich erinnere mich auch kaum an ihn, aber er war immer nett zu mir. Warum im Stich gelassen? Sie wollten immer nur das Beste für ihn und dann ist er einfach abgehauen. Selbstsüchtig, bis zum geht nicht mehr. Einmal habe ich meine Mutter danach gefragt und sie hat gesagt, er hätte irgendeine Gehirnwäsche mitgemacht und wäre einer Sekte beigetreten. Jupp, genau das. Er ist einfach weg, der Vollpfosten. Seitdem existieren wir für ihn nicht mehr. Also, heute Morgen lag eine Einladung zu seiner Hochzeit bei uns im Briefkasten und ich kann es gar nicht fassen, deshalb frage ich ja. Hä, wovon redest du? Hast du die Einladung nicht gesehen bekommen? Nein, will ich auch nicht, mir scheißegal. Aber findest du das denn nicht seltsam? Wenn er uns einlädt, dann sind wir ihm doch nicht egal. Er ist abgehauen, Ende der Geschichte. Tut mir leid, Theo, ich wollte dich nicht verärgern. Aber bitte schau dir die Einladung mal an. Das passt irgendwie alles nicht zusammen. Ich weiß nicht mal, ob er uns eine geschickt hat. Vielleicht habt nur ihr eine bekommen, aber ich schau mal nach. Also, ich habe die Karte gestern gefunden. Bei meinem Vater unterm Schreibtisch im Stapel für den Schredder. Hast du sie an dich genommen? Natürlich nicht. Mein Vater kam gerade heim. Wenn der mich in seinem Arbeitszimmer findet, bin ich tot. Hast du sie wenigstens gelesen? Nach einer Kultzeremonie in einer Sekte sah das jedenfalls nicht aus. Ich weiß, ja, hast recht. Reden wir am Wochenende darüber. Es ist spät, ich sollte langsam ins Bett. Ja, bis morgen. Wir sind in Meiren! Und es ist Stau. Hey, wie geht denn das Passwort für das öffentliche WLAN hier? Das habe ich mit meinem neuen Telefon noch nicht ausprobiert. Aber es hat sich bestimmt nicht geändert, die Postleitzahl von Meiren, ganz einfach. Macht Sinn. Danke, bis gleich. Sam, kannst du mich anrufen? Kein Guthaben? Alles okay. Nee, ich habe mit Erik gesprochen. Was? Wie? Letztes Wochenende habe ich doch noch mal nach der Einladung gesucht. Sie war noch da. Seine Telefonnummer stand drauf. Und? Ist es so, wie wir dachten? Kannst du mich anrufen? Ich habe auch kein Guthaben und Festnetz geht nicht. Meine Eltern sind da. Scheiße, meiner auch. Können wir morgen reden? Da treffe ich mich mit Alice. Sie hat eine Flatrate und ich kann ihr Telefon nehmen. Aber ist alles okay bei dir? Ruf mich morgen an, sobald du kannst. Und wer ist nochmal Alice? Kenne ich sie? Ist das die mit der Harfe? Nee, mit der Harfe, das ist Victoria. Ich rufe dich heute Nachmittag an. Passt es jetzt? Ich bin bei Alice. Ja. Oh, das Telefonat hätte ich gerne gehört. Okay. Theo. Theo hat einen Bruder, der verschwunden ist. Hugo. Ist gespeichert. Kommst du am Sonntag? Alice hat gesagt, du kommst vielleicht nicht. Warum nicht? Du musst einfach kommen. Du musst. Bist du da? Hallo? Warum redest du nicht mit mir? Hi Hugo, sorry. Ich war gerade beschäftigt. Wie Alice schon richtig gesagt hat, ich komme wahrscheinlich nicht. Warum nicht? Das darfst du nicht verpassen. Was darf ich nicht verpassen? Hat Alice dir etwa nichts erzählt? Mir was nicht erzählt. Ha, Alice ist echt cool. Ich habe ihr nämlich gesagt, sie soll nichts sagen. Aber dann hat sie gesagt, du kommst nicht. Also dachte ich, sie hat es dir bestimmt gesagt. Aber offenbar hat sie das nicht. OMG, was soll sie mir denn gesagt oder nicht gesagt haben? Tja, wenn du es wissen willst, dann musst du eben kommen. Dann frage ich eben Alice. Aber im Ernst, höchstwahrscheinlich kann ich nicht kommen. Sorry. Wir brauchen dich. Ich wollte euch das Spiel zeigen, das ich mit meinem Bruder zusammen entworfen habe. Also, es ist noch ein Prototyp, aber es ist fertig und wir haben so Bock drauf, es zu testen. Und dich hatte ich fest eingeplant. Wir brauchen so viele Leute wie möglich. Und du liebst neue Spiele. Und Alice kommt auch. Bitte! Ich weiß nicht, Hugo. Tut mir leid. Ein andermal vielleicht? Das Spiel ist perfekt. Ein andermal gibt es nicht. Beim nächsten Mal musst du es kaufen, wenn du spielen willst.
Haha, wenn es gut ist, kaufe ich es, keine Frage. Okay, du darfst mir dein Exemplar vorbeibringen. Dann signiere ich es für dich. Viel Glück am Sonntag, ich hoffe, dein Spiel kommt super an. Sie werden es lieben.